Oh, wei, ein Ei. Wieso triffst du nicht? Danke auch. Wieso triffst du nicht? Hallo? Oh, Klein. Manchmal gehst du mir auf die... Oh, ein Item. Manchmal gehst du mir auf die... Zwei Items. Bären. Schnellbeere. Ein Schnellbeere für KP auf. Öffne das Menü, drück auf ein B und bla 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 bla. Was ist das? Josefbeere. Ja, wieso nimmst du sie nicht auf? Items. Ach so, weil wir noch keine... dann nimmst du sie halt auf. Josefbeere. Weil wir noch keine... Wir haben keine Sammelbox. Die kriegen wir erst nach dem Dungeon, glaube ich, hier. Gericht. Merkmale, Info. Wo steht... Items. Plötzlich wäre, ja genau. Kurige Gift. Gegengift. So. Na komm her. Und stopp! Okay. Gut. Ich hoffe, die AP regenerieren sich später noch. Nicht, dass ich mit 99 AP auf den Attacken dann am Ende hier noch. Das wäre etwas weniger schön. Hm. Ich finde übrigens den Soundtrack von dem Spiel genial. Oh, die Treppe. Später kommt noch eine richtig geile Stücke. So, und noch unten. Und das müsste, genau, müsste es gewesen sein. Ich kann jetzt so laut. Mami, wo bist du? Ja, das war nicht genug, das wäre schlief. Naja, wir sind hier, um dich zu retten. Aber ich habe keine Stimme für alle Materie, verdammt. Ja, ich spring einfach mit zugehaltener Nase. Patschen. Huch. Ja, dann Mami warte schon auf dich. Komm, gehen wir zu ihr. Okay. Mein Baby ist gerettet. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie ich euch jemals danken kann. Die Schrift ist zu klein. Oh, das ist schon okay so. In letzter Zeit sind viele Spalten durch die Erdbeben entstanden. Es ist gefährlich. Ich bin einfach nur heilfroh, dass dein Kleiner nichts passiert ist und er unverletzt ist. Wirklich. Bitte, sagt mir zumindest euren Namen. Ich heiße Adamantai. Ein voll üblicher Name für ein Pokémon. Und das ist Klein. Ein voll üblicher Name für ein Pokémon. Pong, 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 pong. Cool. Ja, sieht mich voller Bewunderung an. Seine Augen glänzen. Ist mir ja fast schon ein bisschen peinlich. Aber irgendwie ist es auch cool. Ich fühle mich wie ein Held. Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten stecken, könnte mir Spaß machen. Vielen Dank, Adamantai und Klein. Ich weiß, es ist nicht annähernd genug, aber bitte nehmt dieses Zeichen meiner Dankbarkeit an. Team von Klein erhält das Item Sinalbeere. Das Team erhält außerdem das Item Pirsebeere. Das Team erhält außerdem das Item Fragebeere. Mhm. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, verpiss dich. Oh. Hey, vielen Dank für deine Hilfe. Ich muss zugeben, du bist ganz schön stark. Also, was sollst du denn tun, nachdem ihr fertig sind, meine ich? Bitte nicht schweigen. Sag mal, Klein, wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, dann kommst du nicht mit mir. Einfach so mit Fremden mitgehen. Naja. Basis, ja. Nun, hier sind wir. Wow, ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Ich bin ein Mensch, aber das gefällt mir. Ich fühle mich unheimlich wohl. Ist das ein Pokémon-Instinkt? Vielleicht sollte ich es zur Freude in meinen Hinterteil wackeln. Mehrdeutig. Ist ja auch egal. Ich bin glücklich. Vielleicht finde ich das so, weil ich ein Flemmli bin. Hey, Klein, ich sehe es dir an der Nasenspitze an, dass du beeindruckt bist.
Ich wusste, dass es würde dir gefallen. Ich wusste, ihr würdest dich annehmen wollen, Clay. Ich war nie absolut sicher, aber dass es dir hier gefallen würde. Da muss ich seinen Briefkasten. Hier findest du Post von anderen Pokémon. Erinnerst du dich noch an die Erdspalte, in der Robby gefallen war? In letzter Zeit häufen sich plötzlich Naturkatastrophen mit dir und mit Ginazawi. Viele Pokémon leiden unter diesen Katastrophen. Ich möchte diesen Pokémon helfen. Ich möchte, dass dies hier eine Sicherung für die Pokémon wird. Und, irgendwie hat dieser irgendwie jeden Tag irgendwelche Probleme. Es ist, naja. Ich bin überzeugt, dass du mir dabei helfen kannst, so wie du Robby gerettet hast. Würdest du ein Retterteam immer aufbauen? Claim, wir werden bestimmt das großartigste Retterteam, das ich jemals gegen mag. Bist du dabei? Was passiert, wenn ich Nein sage? Self-State. Oh, 11. Oktober. So lange habe ich das Spiel nur gespielt. Ach du Scheiße. 11. Oktober 2012. Ablehnen. Hä? Oh nein, jetzt komm schon. Kenn ich mich für bla 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 bla. Ah, nee, ne? Das ist ja so eine Schleife. Ich muss unbedingt. Na, natürlich machen wir's. In Ordnung, dann machen wir uns einig. Und nun bitten du, Clayton und ich als Partner ein Retterteam. Ich zähle auf dich. Eben klingt die Stimme so ein bisschen dümmlich. Ich weiß nicht so, aber irgendwie passt das auf Team. Weil der Partner an sich ein bisschen dümmlich ist. Ich mag den. Auch wenn er sich natürlich nicht von den anderen Partner-Pokémon der nur unterscheidet vom Charakter her, aber ich meine trotzdem. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 20 Minuten. Okay. Noch eine halbe Stunde. Der Name unseres Teams. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Oh, Entschuldigung. Also, habe ich da irgendwas oder? Und anders. Hey, Clean, welcher Name fällt dir für uns ein? Da ich ein Pokémon, ja, ein voll innovativer Name. Wie nennen wir uns? Dragonfly geht ja nicht mehr, weil wir keinen Klumal mehr sind. Keine Ahnung. Nee, das ist auch nicht. Warum fällt mir Kükensaft ein? Scheiße, aber sein. Es muss schon ein cool klingender Name sein. Feuerfront. Nehmen wir es Feuerfront. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Feuerfront. Ah ne. Feuerfront. Feuerwall. Feuerwall. Nehmen wir es Feuerwall. Bei Feuerfront. Das muss nämlich Team hinten kommt nämlich noch, glaube ich. Deswegen muss das nämlich so dann schon so stimmen. Ist dein Name Feuerwall okay? Ja. Team Feuerwall! Yeah! Das ist ja ein toller Name! Der passt zu uns! Aber wenn natürlich spielt da eigentlich nicht nur Feuer-Pokémon drin sind in dem Team, aber. Naja, gut. Oh, ich muss da mal Teil der anderen Stimme geben. Hätte Team Feuerwall! Wir fangen morgen an! So soll es sein! Yeah! Yeah! Anhieb! Und so begann. Punkt, Punkt, Punkt. Die gemeinsame Karriere von Clayton und Adamantai als Retterteam. Ja, und jetzt beginnt das Spiel natürlich erst. Ich habe übrigens keine Ahnung von der Story. Ich habe nicht selber gespielt. Wie gesagt, noch nicht mal den ersten richtigen Dungeon gespielt. Am nächsten Morgen. Weil, naja, hab dann irgendwie keine Lust mehr gehabt. Ich bin immer noch wie vorher. Ich sehe immer noch wie ein Flamely aus. Aber warum wollte ich sein Pokémon? Ich kapiere das nicht. Mir ist immer noch ganz komisch. Hunde müde und kaputt. Ich brauche mehr Schlaf. Ich werde einfach nur schlafen. Zurück ins kuschelige Bett. Ja, warum kann ich mich dann bitte bewegen? Warum legst du das nicht nochmal hin?
Ja.